Meine Nerven, ich glaube, das könnten wir im Moment wahrscheinlich alle hin und wieder oder im Zweifel sogar auch mehrfach täglich von uns geben. Wir fühlen uns gestresst, genervt, unter Druck oder vielleicht auch gelangweilt, je nach je. Und hier kann die tibetische Konzeptionslehre eine mögliche Lösung sein, mögliche Lösungswege aufzeigen. Und da möchte ich Sie heute Abend mitnehmen. Wenn wir von Nerven, von Stress und allem Drum und Dran sprechen, braucht es ja auch so ein bisschen einfach mal Basiswissen, vor allem für diejenigen, die heute Abend dabei sind, die jetzt nicht gerade aus dem Gesundheitssektor kommen. Und für die anderen ist es vielleicht einfach eine willkommene Repetition. Und bevor wir hier starten, wie stark gestresst fühlen Sie sich denn zurzeit von 1 bis 5? 1 gar nicht, 5. Sehr stark. So, wie sieht es nun weiter aus? Wie sieht es in unserem Körper überhaupt aus? Worum geht es denn da, wenn wir vom Nervensystem sprechen? Nervensystem hat verschiedene Hauptfunktionen, natürlich primär Steuerung von Skelett- und Eingeweidemuskulatur, damit alles, was sich in unserem Körper irgendwie bewegt, eben auch möglich ist und gesteuert wird. Dann Kommunikation zwischen Innen und Außen, sei das über Stimme natürlich, aber auch über Wahrnehmungsreize, über Blicke, über auch Gänsehaut, solche Geschichten natürlich auch, die hier der Kommunikation auch dienen. Auch und ganz wichtig, und gerade aktuell eben sehr wichtig, weil das ein großes Problem ist. Die Anpassungsfähigkeit des Körpers ist auch über das Nervensystem gesteuert an die Veränderungen, die im Inneren vom Körper, aber natürlich auch außen durch die Umwelt passieren. Und da ist ein ganz großes Thema, dass die Veränderungen oft so schnell kommen, dass unser Körper eben häufig gar nicht die Möglichkeit hat, sich entsprechend schnell anzupassen, was dann wieder Stress nach sich zieht. Dann natürlich Denken, Gedächtnis, Emotionen. Das ist für uns als Menschen natürlich naheliegend, weil wir zu den höher entwickelten Spezies gehören. Im Tierreich ist das natürlich nicht überall vertreten, aber für uns ganz normal, dass wir das dem Nervensystem auch zuordnen. Das Nervensystem, jetzt gehe ich nochmal ganz kurz zurück, macht eigentlich all diese Funktionen auf einen Reiz hin. Ich will mich bewegen, das ist ein Reiz, oder ich kriege einen Reiz von außen oder von innen oder eine Information ins Nervensystem geleitet. Wir nennen es Reiz und daraufhin wird der Körper eine Reaktion auslösen. Das können natürlich auch andere Reize sein, wie auch heutzutage ein großes Problem hier links, der Lärm. Angst im Moment ein ganz großes Problem. Infektionen können so ein Reiz sein, die das Nervensystem natürlich auch mit belasten. Das ist ja nicht nur das Immunsystem, das da belastet wird, sondern eben auch das Nervensystem, das natürlich an der Reizleitung und an der Informationsverarbeitung über diese Infektion natürlich auch beteiligt ist. Erschöpfungsthemen, Bedrohung, Hunger, die Liste lässt sich fast beliebig verlängern, was alles als Reiz in Bewegung kommen kann. Daraufhin löst der Körper eine Reaktion aus. Das ist ganz normal und normalerweise läuft das auch geordnet ab. Aber wenn dann eben aus dieser Reaktion oder wenn mehrere Reize miteinander zusammentreffen, wenn Lärm und Angst und eine Infektion zusammenkommen, dann wird eben daraus aus diesem Reiz, aus diesen einzelnen Blitzen quasi ein Feuerwerk. Und das ist das, was wir dann heute als Stress empfinden oder auch als Stress bezeichnen. Jetzt muss ich hier ganz kurz unterbrechen, weil ich etwas vergessen habe. Sie können natürlich über die Chat-Funktion Fragen stellen während dem Vortrag. Das habe ich unterschlagen vorhin bei der Begrüßung. Möchte Sie auch dazu einladen. Jederzeit gerne. Ich werde Sie entweder direkt beantworten oder wenn ich sehe, das kommt später im Vortrag, vielleicht auch einfach ein bisschen nach hinten verschieben. Oder unter Umständen kriegen Sie auch eine direkte schriftliche Antwort in der Chatfunktion von meinen beiden Kolleginnen, die den Hintergrund hier betreuen. Und ganz am Schluss wird es dann auch noch mal eine große Fragerunde geben, wenn Sie es lieber dann da machen. So, weiter im Text. Aus diesem Stressthema oder Stress eben, den wir empfinden, unterscheidet man wissenschaftlich gesehen korrekterweise in zwei Stressarten.
ganz evolutionär bedingt, das ist eine reine Schutzfunktion, Schutzreaktion, wenn wir Gefahr verspüren, entweder davonrennen oder kämpfen, fight or flight. Das ist das evolutionäre Thema und wir unterteilen das heute wissenschaftlich in einen sogenannten Eustress und in einen Distress. Eustress ist eigentlich der positive Stress, was mich freudig stresst, wie zum Beispiel eine Hochzeit. Ich bin nervös, ich fühle mich vielleicht auch gestresst von der ganzen Vorbereitung etc. Aber letztendlich ist es ja ein schönes, ein gewolltes, ein positives Erlebnis, diese Hochzeit. Deshalb gehört das hier zum Eustress. Familienzuwachs, genau ein selbes Thema. Prüfungen können sowohl als auch sein. Prüfungen ist natürlich, kann ich als positiv empfinden, im Sinn vielleicht, wow, endlich. Ich kann nicht zeigen, was ich kann oder es ist ein Übertritt, einen neuen Lebensabschnitt und, und. Wir haben dann eben auch den Distress. Das ist das, was wir heute landläufig als Stress verstehen. Wenn wir einfach im Freundeskreis mit Kollegen oder wo auch immer von Stress reden, dann reden wir eigentlich von Distress, eben von dieser negativen Empfindung. Das kann zum Beispiel auch natürlich gerade aktuell eine Arbeitslosigkeit sein. Das können Streitigkeiten sein, das können Ängste sein. Das kann eben auch hier die Prüfung sein, wenn mich dann so ein Thema eher eben im negativen Sinn stresst, weil ich vielleicht weiß, ich habe zu wenig gelernt oder ich verstehe den Stoff nicht richtig oder, dann kann natürlich auch gewisse Punkte in meinem Leben können dann auch als positiv oder negativ empfunden werden. Stress heute, ebenso wie wir den empfinden, der hat weniger mit dieser Fight-or-Flight-Reaktion zu tun, sondern es geht wirklich eher um Belastungssituationen, um existenzielle Geschichten, nicht im Sinne einer körperlichen Bedrohung. Das kann natürlich auch durch eine Krankheit sein, das ist klar. Aber das kann auch wo bin ich morgen, Arbeitslosigkeit, so in dem Bereich drin. Oder eben einfach auch Mehrfachbelastung. Wir sehen es nachher noch, den ganzen Bereich der Stressoren und Stressauslöser, was da so kommt. Aber heutzutage wird Stress eher über Belastungssituationen und nicht über Gefahren eigentlich in der Entstehung beschossen. Rund ein Drittel der Bevölkerung leidet unter chronischem Stress, extrem viel. Wir reden hier von chronischem Stress, das heißt noch nicht, die meisten von uns empfinden immer mal Stress, das ist normal, gehört zum Leben dazu. Dieses Anspannung, Entspannung macht ja auch eine gewisse Spannung eben ins Leben, aber unter chronischem Stress, der danach, auch das sehen wir später noch, wirklich eine Riesenlitanei an möglichen Störungen im Körper nach sich ziehen oder verstärken kann, das ist schon bedenklich, wenn man da an die Gesundheit und vor allem auch an die Gesunderhaltung der Menschen denkt. Das Problem an diesem langanhaltenden chronischen Thema ist, dass wir uns eben in einem dauerhaften Aktivierungszustand befinden, dauerhaft in diesem Flucht- und Abwehrreflex drinstecken und gar nicht mehr loslassen, gar nicht mehr entspannen können. Also so uns so langsam, ne, in diese Verkrampfung, in dieses Stressthema reinbegeben und eben dauerhaft aktiviert und verkrampft sind. Das ist hier das große Problem an der ganzen Geschichte. Und das Problem ist vor allen Dingen das Gleichgewicht zwischen der Anforderung, die uns das Leben stellt, die uns die Arbeit stellt, die uns die Familie stellt und den Ressourcen, die wir persönlich zur Verfügung stehen können. Das ist natürlich sehr, sehr individuell, das ist klar, bei vielen einfach nicht mehr stimmt und wir dann eben überfordert sind durch die Anforderung, vielleicht auch unterfordert, auch das kann Stress verursachen, aber tatsächlich ist es natürlich in den häufigsten Fällen eine Überforderung oder eben ein Gleichgewicht, das nicht mehr stimmt, weil ich die Ressourcen nicht mehr bereitstellen kann. Es fragt hier jemand im Chat, ob es eine Aufzeichnung gibt. Dieses Webinar wird im Hintergrund aufgezeichnet, nachbearbeitet und wird dann online gestellt. Sie kriegen auch den Link nochmal dazu. Das kriegen Sie also. Und ganz, ganz wichtig, Stress bedeutet häufig auch einen Teufelskreis. Und wenn ich hier in der Klammer geschrieben habe, wenn der Auslöser zur Folge wird, dann ist es vielleicht im ersten Moment gar nicht unbedingt verständlich, was ich hier meine. Deshalb eine kurze Erklärung dazu. Sie haben bei einer Prüfung einen Fehler gemacht.
Das stresst Sie. Und an der nächsten Prüfung versuchen Sie, diesen Fehler nicht mehr zu machen. Das stresst Sie wiederum, weil Sie sich anfangen, was, je nachdem, wie stark der Fehler oder wie bewegend dieser Fehler natürlich war, aber wenn wir jetzt von einem großen Thema sprechen, das mich dann eben auch belastet, weil ich das eben nicht mehr tun möchte, diesen Fehler nicht mehr tun möchte, dann wird der Auslöser zur Folge und die Folge wird zum Auslöser wieder. Also der Fehler, den ich mal gemacht habe, den ich unbewusst gemacht habe, der stresst mich jetzt, weil ich ihn jetzt extrem vermeiden möchte. Und dieser Stress führt dazu, dass ich wieder so unkonzentriert bin oder so belastet bin, so in diesem Stresstremor gefangen bin, dass ich dann wiederum eher dazu neige, einen weiteren Fehler zu machen, vielleicht an anderer Stelle. Und dann entsteht eben der Teufelskreis. Der Auslöser wird zur Folge, die Folge wird zum Auslöser und, und. Also ich bewege mich da eben in dieser Abwärtsspirale hin. Und das ist das Perfide an dieser Stressgeschichte, dass man sich da ganz deutlich wirklich bewusst werden muss, wo diese Fallen quasi aufgestellt sind, die mich da in Bewegung bringen. Man spricht, wenn es eben um die Auslöser geht, von sogenannten Stressoren. Die Stressoren können ganz verschiedener Art sein. Und hier möchte ich nochmal eine kurze Umfrage, bevor ich sie einfach einzeln durchgehe und auch Erklärungen dazu mache, möchte ich Sie nochmal kurz fragen, was stresst Sie denn quasi in Ihrem Leben oder was stresst Sie am meisten, was empfinden Sie am meisten als Stress? Eben die mobile Kommunikation, die dauerhafte Erreichbarkeit, dieser ganze Bereich und eben Social Media. Und mobile Kommunikation bedeutet vor allem Handy, Tablet, PC, Mail, Telefon, SMS, WhatsApp, all diese Programme. Und vielleicht einfach eine ganz interessante Zahl oder eine eindrückliche Zahl. Herr und Frau Schweizer oder auch Herr und Frau Deutschland nehmen ihr Handy 80 bis 100 Mal pro Tag in die Finger. Vielleicht um zu schauen, was für eine Uhrzeit wir haben oder um zu gucken, hat jemand geschrieben, hat niemand geschrieben, habe ich eine neue Mail, habe ich. Und 80 bis 100 Mal pro Tag, wenn Sie davon ausgehen, dass Sie im Schnitt 16 Stunden wach sind, vielleicht ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, heißt das, Sie nehmen im Schnitt zwischen ungefähr alle Viertelstunde Ihr Handy einmal in die Finger. Das ist extrem viel und das sind ganz feine Stressoren, die da auf den Körper einwirken. Das merke ich natürlich nicht. Das sind natürlich nicht Stressoren, die wie eben eine Prüfung sehr punktuell einwirken, sondern dauerhaft da sind und dauerhaft auf tiefem Niveau einwirken. Aber wenn Sie das jeden Tag tun, dann passieren im Körper ganz viele Überreizungen auch, weil diese Reizleitung ja jedes Mal mich vielleicht auch neugierig macht. Ist jetzt eine neue Nachricht da und muss ich zurückschreiben? Kann ich zurückschreiben? Wem, was, wie, wo? Was für Uhrzeit und, und. Ja, man merkt schon so im Beschrieb, dass da auch Stress eben drin steckt und die Digital Natives würden das heute vielleicht eher umgekehrt als Stress empfinden, wenn gar niemand schreibt, weil dann habe ich das Gefühl, ich habe keine Freunde mehr. Da könnte durchaus sein, dass der Stress dann umgekehrt empfunden wird. Weitere Stressoren, natürlich Arbeitsbelastung, Homeoffice, vielleicht ist Homeoffice weniger, es ist dann wirklich die Kombi da aus Beruf und Familie, glaube ich, bei vielen, die da als Stressor wahrgenommen wird. Eine Freundin von mir hat gesagt, mit den Kindern geht's, da muss ich einfach gucken, dass die einen Online-Unterricht bekommen, aber wenn der Mann dann auch noch Homeoffice hat, dann wird's ganz schwierig jetzt in dieser Zeit. Kann also schon schwierig sein. Überforderung mit der Situation heißt oft auch mit den eigenen Fähigkeiten oder der eigenen Fähigkeiten und hier aber halt auch nicht den Mut haben, dann eben dazu zu stehen, dass ich vielleicht etwas nicht kann, nicht weiß oder wie auch immer und dann eben mich anfange, über
zu überfordern. Zeitdruck, ganz klar, ein großes Thema. Und nicht zu unterschätzen, glaube ich, gerade auch bei der jüngeren Generation, ist ein gewisser Freizeitstress. Wir verplanen unsere Freizeit heute gefühlt bis in die letzte Minute. Wenn man so zuhört, was Kinder heute im Alter von 10 Jahren für Freizeitpläne haben, dann stehen einem gefühlt die Haare zu Berge, weil wann ist da irgendwo noch Zeit zum Spielen? Also da sind irgendwie Spielen zwei Instrumente, sind in 2 Sportvereinen, Reiten, und irgendwie sonst noch was. Und das sieht bei den Erwachsenen häufig auch nicht anders aus. Also auch an diesem Freizeitstress muss man, glaube ich, manchmal bewusst arbeiten und sich da ein bisschen bewusst auch Zeit rausnehmen. Lernbelastung, je nachdem wie und wo Sie wohnen natürlich oder arbeiten auch, kann Lernbelastung großer Stressor sein. Licht in städtischen Gefilden, wenn Sie gerade irgendeine Reklame, Leuchtreklame vor dem Fenster haben oder so natürlich. Vor allem hier aber auch das Blaulicht von unseren Social-Media-Geräten, eben von Tablet, von Handy, von PC, von Fernsehen, das durchaus ein großer Stressor sein kann heute. Reizüberflutung hatten wir vorhin auch in der Umfrage von allen Seiten. Man sieht hier unten rechts auch irgendwie auf dem Bild, jeder will was, überall klingelt es, überall bimmelt es, überall passiert irgendwas rund um mich rum. Das sind solche Themen, die dann letztendlich in Schlafmangel führen. Und Schlafmangel ist, wie wir es vorhin gesehen haben, auch wieder so, wenn der Auslöser zur Folge wird und die Folge wieder zum Auslöser wird. Also Schlafmangel bedeutet natürlich auch, ich werde sensibler, ich werde stressempfindlicher. Wenn ich aber mehr gestresst bin, leide ich meistens auch deutlich mehr unter Schlafstörung. Befinde ich mich also auch da wieder im Teufelskreis drin. Trauer kann natürlich ein großer Stressor sein. Angst, jetzt gerade auch im Moment natürlich, Zukunftsängste, Gesundheitsthemen, Existenzängste. Das ließe sich fast beliebig weiterführen, aber das sind so die wichtigsten, die wir jetzt hier aufgeführt haben. Wie wirkt sich Stress aus? Und hier kommt wirklich ein riesen Rattenschwanz von möglichen Auswirkungen auf uns zu. Das heißt nicht, dass man alle haben muss, man kann einzelne haben. Aber hier sieht man auch, vieles wird im ersten Moment nicht zwingend mit dem Stress in Verbindung gebracht. Natürlich können da auch häufig andere Ursachen dahinter stecken, aber häufig ist Stress mindestens eine Mitursache von solchen Auswirkungen, wenn es vielleicht eben nicht sogar die Hauptursache ist. Bei allen Durchschlafproblemen, bei Schlafmangel merkt man das ganz, ganz stark. Also hier ist Stress oder eben auch die Stressoren, wie dann eben Blaulicht oder Social Media Themen, die hier ganz groß sind als Auslöser dieser Auswirkung. Kreisende Gedanken, wir liegen im Bett, sind nicht mehr abgelenkt und dann werde ich gedacht quasi von meinem Körper. Der Film, die Tagesverarbeitung geht hier weiter und man kann dann nicht mehr einschlafen. Das passiert meistens abends im Bett, wenn ich ganz starke Probleme habe oder starke Gefühls beeinflussende Themen, wie vielleicht eben ein Trauerfall oder eine Krankheit, wie vielleicht eine Krebserkrankung oder sonst solche Geschichten, können natürlich auch tagsüber zu solchen kreisenden Gedanken führen, weil man einfach gar nicht mehr loslassen kann von dieser Thematik. Aber sonst ist es wirklich so ein Gefühl von abends oder natürlich auch nachts, ganz klassisch, wenn ich erwache aus dem Schlaf und dann fängt es an zu drehen, dann kann ich hier nicht mehr loslegen. Es fragt hier jemand, warum der Stresslevel bei Menschen so unterschiedlich ist. Manche bekommen Depressionen und Burnout, andere halten mehr aus. Das hat tatsächlich einerseits natürlich mit den Lebensumständen zu tun, mit sehr viel mit Anforderungen und eben auch Überforderungen, aber auch mit eben der persönlichen Anpassungsfähigkeit an die sich schnell verändernden Bedingungen, dass der eine mehr, der andere weniger aushält und natürlich auch eine gewisse substanzielle Grundthematik. Konzentrationsschwierigkeiten, Reizbarkeit können hier ein Thema sein. Ganz wichtig, und das wird häufig nicht mit Stress in Verbindung gesetzt, das sind Verspannungen, Kopfschmerzen, Verspannungen hier primär im Nacken-Schulterbereich, Kopfschmerzen, die hier hinten hochziehen. Und das ist deshalb so, weil wenn wir uns gestresst fühlen und in Themen so ganz stark drin sind, dann fangen wir uns an zu verkrampfen. Ich habe es vorhin schon mal vorgemacht. Also man zieht so die Schulter ganz leicht hoch, man verkrampft sich nach innen und dieses ganz leicht Schulter hochziehen, das muss nicht mal wirklich sichtbar sein. Wenn man das chronisch macht, dann fange ich mich hier an zu verspannen, weil ich nicht mehr loslassen kann. Diese Schulter-Nackenpartie verhärtet sich und kann dann eben auch Kopfschmerzen nach sich ziehen. Das ist heute
man sagt auch oft, das ist irgendwie ein falsch eingerichteter Arbeitsplatz, das kann sein. Ich würde behaupten, in den meisten Fällen heute sind so Nacken- und Schulterverspannungen eher das Thema vom Stress oder sicher dadurch unterstützt, dass eben ich mich anfange, nach innen zu verspannen, nach innen zu verkrampfen, was dazu führt zu dieser ganz leichten nach oben Bewegung und dann eben zu den Verspannungen. Erschöpfung, ganz klar, ich kann nicht mehr, ich mag nicht mehr, ich bin total überfordert, da sind wir dann im Burnout-Bereich unterwegs als Folge von Stress. Und dann kommen auch körperliche Folgen im Sinne von Infektanfälligkeit zum Beispiel. Stress wirkt sich auch extrem stark aufs Immunsystem aus. Reduziert tatsächlich meine Abwehrfähigkeit. Ich bin anfälliger, wenn ich gestresst bin, über Erkältungen, auch natürlich für Herpes zum Beispiel. Gibt ganz viele, den Stresssituationen vielleicht vor Prüfungen, plötzlich macht es bei meinem Bein Herpes sprießen. Das sieht man da ganz häufig. Stressthemen auf der Verdauung. Mir schlägt es auf den Magen, sagt man so schön, auch im Volksmund natürlich. Reizmagen, Reizdarmthemen, die hier drin stecken. Auch Veränderungen im Appetitverhalten. Entweder ich kann gar nicht mehr essen, weil ich so gestresst bin, das ist unterschiedlich, oder die anderen kriegen Stress, recht Hunger. Auch da gibt es eben Unterschiede in dem Bereich, aber ganz spannend auch eben das, dieses Kopf- und Bauchhirn über den Vagusnerv, der hier hinten hinter der Speiseröhre verbunden, die beiden quasi Hirne miteinander verbindet, eben auch zeigt, dass auch die Verdauung sehr, sehr stark reagibel ist in diesem Stressbereich. Herz-Kreislauf-Probleme. Ganz wichtig auch, dass Stress eigentlich bei allen chronischen Erkrankungen die Symptome verstärkt, Bluthochdruck, Diabetes und. Nicht zu unterschätzen, dass hier Stress wirklich zu Schwankungen in Werten und allem Möglichen beitragen kann. Also ein gesundes Stressmanagement auch bei chronischen Erkrankungen, ganz, ganz wichtig. Und dann natürlich auch ganz generell für den Körper, neben den direkten Auswirkungen führt Stress auch dazu, dass zunehmend auch mehr freie Radikale im Körper gebildet werden, weil sie weniger gut abgebaut werden können. Der Körper leidet unter oxidativem Stress, unter einer Radikalüberlastung, was dann letztendlich zu Zellschädigungen und wiederum zu anderen körperlichen Auswirkungen führen kann. Depressionen, Burnout natürlich als auch Auswirkung von Stressthemen. Ja, und was nun? Stress, was nun? Was tue ich? Was mache ich? Ich habe das bewusst ein bisschen unterteilt. Das hier ist jetzt so eine kurze westliche Ansicht. Wir gehen nachher noch aufs Tibetische ein. Ganz wichtig, Erkennen der Stressoren. Ich muss erstmal rausfinden, was ist bei mir das Problem? Also nicht im Sinne der Folge, sondern im Sinne des Auslösers. Was stresst mich eben? Was wiederum dazu führt, dass die einen so, die anderen so reagieren, weil nicht überall der gleiche Auslöser eben das Stressthema triggert. Hier schreibt jemand im Chat, ehrlich zu mir selbst sein. Genau, das ist eigentlich das Ding, oder das ist hier dann eben auch ganz wichtig beim Erkennen der Stressoren, auch ehrlich sein. Vielleicht auch wirklich ehrlich sein und ehrlich wahrnehmen zum Beispiel und sagen, hey, ich habe wirklich einen ungesunden Konsum an Social Media und mobiler Kommunikation oder was auch immer. Oder eben ich nur schon das ehrlich sein mit mir selber und sagen, ich leide unter Stress. Ganz, ganz wichtig. Dann möglichst früh in das Geschehen eingreifen und versuchen, etwas zu verändern, eben nicht warten, bis es zu spät ist. Auf den Körper hören, was sagt er mir, muss ich was ändern, sind diese Probleme schon stärker eben vorhanden. Emotionen auch weniger Platz geben, hilft auch schon. Das ist ja alles nochmal so ein bisschen zusammengefasst, natürlich möglichst Stressoren, wann immer möglich, irgendwie reduzieren. Lernen auch Nein zu sagen, sich abzugrenzen, auch mal zu sagen, hey, das wird mir zu viel, oder eben auch im Sinne von Mut zur Lücke. Das weiß ich nicht, das kann ich nicht, das ist nicht schlimm. Im Zweifel zeugt es sogar von Größe, wenn ich eben zugeben kann, dass ich etwas nicht weiß oder etwas nicht kann. Oder nicht nur im Zweifel, das zeugt tatsächlich von Größe und eben auch von Selbstwahrnehmung. Und das stresst mich doch viel weniger. Dann werde ich nämlich auch von außen nicht überfordert, wenn ich das nicht mehr sehen kann. Für einen Ausgleich sorgen zwischen Anforderungen und Ressourcen und Vorsicht, dass
da aber auch natürlich neuer Stress entstehen kann. Also wenn Sie jetzt sich plötzlich drei Hobbys suchen, um Ihren Stresslevel auszugleichen, dann kann ich Ihnen jetzt schon garantieren, dann sind Sie einfach irgendwann von den Hobbys gestresst, hat hier jemand auch lustigerweise gerade geschrieben im Chat, Hobbys aber ohne Stress, eben im Sinne auch von Auszeit oder auch bewusst einfach mal das Nichtstun genießen und mal im Liegestuhl einfach die Natur genießen oder auf der Couch oder bei einem Spaziergang, aber nicht im Sinne von ganz bewusstem Hobby auch, sondern einfach auch mal im Sinne von Nichtstun. Und natürlich darf man sich auch Hilfe holen, sei das über Heilpflanzen, Vitalstoffe, Ernährung, sei das über Gespräche mit Freunden, mit Therapeuten. Auch das ist absolut nicht verkehrt. Vor allem Dingen eben möglichst früh hier die Hilfe holen, möglichst früh aus sich rausgehen und versuchen, irgendwas zu verändern und nicht zu lange eben zu warten. Soweit das wirkliche Thema und möchte ich Sie kurz mitnehmen auf eine kurze Reise ins Basiswissen der tibetischen Konstitutionslehre. Was steckt hier überhaupt dahinter? Und dann gucken wir uns dann das Stressthema nochmal aus tibetischer Sicht so ein bisschen an. Aber damit Sie alle so ein bisschen ein Basiswissen der tibetischen Konstitutionslehre mit sich kriegen. Die tibetische Konstitutionslehre ist ein Elementsystem, das auf fünf Elementen basiert. Erde, Wasser, Feuer, Luft und Raum ist hier das fünfte Element. Der Mensch, aber auch die Umwelt, in der ich eben als Mensch lebe, auch meine Nahrungsmittel, sind aus diesen fünf Elementen zusammengesetzt und entsprechend kann ich eben auch über die Ernährung die körperliche Elementzusammensetzung anfangen zu beeinflussen und zu steuern oder auch natürlich über Erdelement ist alles zugeordnet, was fest ist. Im Körper sind das unter anderem Knochen. Zusammen mit Wasser bilden sie die quasi halbfeste Materie. Da gehört dann auch das Fleisch im Sinne der Muskulatur und der knochenumgebenden Substanz dazu. Dem Wasser selber natürlich auch alle Körperflüssigkeiten wie Tränen, Nasensekret, Bronchialschleim, auch Urin, Harn etc. Gehört in den Bereich, Gelenkflüssigkeit. Dem Feuerelement ist die Körpertemperatur zugeordnet, Herz-Kreislauf gehört hier zusammen mit Luft dazu. Im Ungleichgewichtsbereich werden es dann entzündliche Themen, Infektionen, die hier dem Feuerelement natürlich eben auch das Fieber zugeordnet sind und ganz wichtig auch der Abbau und der Stoffwechsel, also die Verdauung, eben das Feuer quasi, das in mir brennt hier und eben meinen Körper dann auch nährt aus der Nahrung tatsächlich. Dem Wind ist alles zugeordnet, was sich bewegt und da ist nicht nur die mechanische Bewegung gemeint, im Sinne von Joggen, von Laufen, von meiner Gestikuliererei hier gerade, sondern auch die Stimmbildung, die Stimme bewegt und natürlich vor allen Dingen auch alles, was den Geist bewegt, eben die Nervenreizleitung auch gehört zum Windelement. Und der Raum, das fünfte Element, ist das, was benötigt wird, damit die anderen vier manifest sein können. Also der Raum selber hat keine Manifestation, sondern gibt eben den anderen die Möglichkeit, sich zu manifestieren, damit wir heute Abend, wir knapp 300 Menschen, die hier zusammen dieses Webinar abhalten, jeder für sich vor seinem PC quasi mit seinen 2 Quadratmetern aus Erde, Wasser, Feuer, Luft bestehen kann. Diese fünf Elemente schlagen sich in sogenannten dreidynamischen Prinzipien nieder. Das Windelement schlägt sich im sogenannten Lung-Prinzip nieder, das auch mit Wind oder mit Luft übersetzt wird. Das Feuerelement im sogenannten Tripa-Prinzip, das wird manchmal auch mit Galle übersetzt. Und Erde und Wasser wird in das Becken-Prinzip genommen. Das wird manchmal auch in Deutsch mit Schleim übersetzt. Und wir kommen mit diesen drei Prinzipien zur Welt, mit einer individuellen Konstitution. Und die tibetische Konstitutionslehre kennt dann eben hier auch 7 verschiedene Konstitutionstypen, mit denen wir zur Welt kommen. Und wir haben alle einen Basiskonstitutionstypen, der verändert sich auch nicht bis am Ende unseres Lebens. Wir können mit oder gegen die persönliche Konstitution leben. Ich gehe es ganz kurz durch, wer wie wo was und mache einfach
ganz kurz die drei Basiskonstitutionstypen. Der Rest ergibt sich dann aus der Mischung. Windmenschen sind von dem Körperbau her meistens sehr hochgewachsen, lang, feingliedrig, haben zwar schmale, lange Finger, also wenn es reine Windmenschen sind, so Klavierspielerhände würde man vielleicht sogar sagen, wenn man sich das so ganz klassisch vorstellt, sind auch von der Statur her so fein, eben nicht grobschlächtig, sondern wirklich so ganz fein gebaut, haben, weil eben so viel von diesem Windelement da ist, was eben auch die Nervenreizleitung bewegt, einen sehr flexiblen, sehr kreativen Geist, Wahnsinn, eine unglaublich gute geistige Aufnahmefähigkeit, kreativ auch im Ideenbereich, sind gute Kommunikatoren, Referenten, Smalltalker, sind dankbare Partner, wenn man so jemanden an der Seite hat, weil die können sich überall in irgendwelche Gespräche einklinken, die fremdeln nicht, die sind sofort auch immer so ein bisschen mit dabei, aber sie merken schon in meiner Bewegung, da ist auch Unstet, da ist Chaos, da ist eben Wind drin, ne? Der bläst da durch dieses Thema durch, führt auch zu Übersprungshandlungen, das sind Menschen, denen man manchmal auch so ein bisschen schlecht folgen kann, also ist so eine ganz lustige Balance oder hat manchmal auch so eben dieses Künstlergehen, ne? So zwischen Chaot und Genie irgendwo, da bewegen sich Windmenschen. Weil der Wind eben trocknend ist, natürlich auch austrocknende Eigenschaften hat, findet man bei Windmenschen auch eher trockene Haut und trockene Haare. Und wenn dann zu viel Wind im Körper ist, eben dieses natürliche persönliche Maß eines Lungenmenschen Übermaß nimmt, zu viel Wind da ist, dann bin ich dann im wahrsten Sinne des Wortes eben durch den Wind. Das können nicht nur Lungenmenschen sein, das können auch die anderen, aber die haben einfach eine Tendenz dazu und neigen dann eher zu Schlafstörungen, zu Unruhe, zu psychischen Störungen, Verdauungsbeschwerden, Hauterkrankungen, Osteoporose gehört auch in dem Bereich, Tinnitus, Ohrensausen, solche Geschichten. Und übrigens, um auf diese Frage kurz vorhin nochmal einzugehen, jemand hat gefragt, wieso die einen so, die anderen so reagieren oder gar nicht reagieren, die anderen häufiger. Aus tibetischer Sicht würde man hier sagen, Lungenmenschen reagieren natürlich am häufigsten auf Stress. Die anderen sind da deutlich stabiler, wir sehen es noch. Also kann auch, wenn man so ein bisschen weiß, in welche Typrichtung das es persönlich geht, natürlich auch der eigene Typ unter Umständen Auskunft geben, wieso, dass ich auf etwas eher reagiere, als jetzt vielleicht mein Partner, meine Tochter, mein Sohn oder irgendwie die Nachbarin, der Nachbar. Tripa-Menschen sind eher athletisch vom Körperbau her, ein bisschen kleiner als der Lungenmensch, so mittelgroß, kräftig, athletisch gebaut. Das sind, wenn sie sehr rein Tripa-dominiert sind, gefühlt die Menschen, die ein Fitnesscenter schon nur von außen ansehen brauchen und die Muckis sprießen, sehr dynamisch. In ihrem Körper, aber auch in ihrem Auftreten. Viel Feuer eben auch da im Blick, in der Stimme, in ihrem Auftreten. Eine riesige Aura, die da ist. Das sind Menschen, die spürt man, wenn die irgendwo in einen Raum kommen, selbst wenn man sie nicht sieht. Das sind Menschen, da verstummen häufig plötzlich alle Gespräche, wenn die wo reinkommen. Durch dieses Feuer, durch dieses Thema, dann sind sie natürlich auch sehr stolz, sehr mutig. Häufig findet man die Menschen in Managerpositionen oder auch Politiker, die häufig hier zu finden sind, haben dann natürlich aber auch eine Tendenz, eben eher cholerisch zu werden oder eben auch zu explodieren dann schnell, wenn eben die Hitze zu viel wird. Ne? Und weil die Hitze im Körper eher nach oben steigt, haben Tripa-Menschen auch tendenziell dann, wenn zu viel Feuer da ist, Probleme in der oberen Körperhälfte, Kopfschmerzen, Augen-, Brustprobleme, Hitzewallungen, die steigen ja eigentlich immer nach oben im Körper, ne? Bluthochdruck, man stelle sich diesen ganz klassischen Bluthochdruck Menschen vor. Häufig wird da der Mann als Beispiel hergenommen, so ein bisschen untersetzt bis übergewichtig, so diese dampfende Tomate, ne? Ganz klassisches Feuerthema aus Sicht der tibetischen Konstitutionslehre, Infektionen, entzündliche Erkrankungen, die hier mit rein gehören. Und zu guter Letzt noch der Typ, der nie jemand sein will, weil er vordergründig einfach nicht den gängigen mitteleuropäischen Konventionen entspricht. Weil dieser Mensch, der Birkenmensch eben aus Wasser und Erde besteht, sind es Menschen, die einfach auch materiell unterwegs sind, die hier und da ein Pölsterchen haben, die eben auch weich gebaut sind, die rund gebaut sind, rundliche Konturen, weiche, blasse, kühle, vielleicht sogar leicht feuchte Haut haben, die eher langsam sind, die eher gemütlich sind, aber dadurch eben auch eine Ruhe ausstrahlen, die unglaublich stabil sind. Das sind dann eben auch Menschen, die sind
nicht so stressempfindlich wie jetzt ein Lungenmensch, weil hier so viel Materie, so viel Boden unter den Füßen da ist, dass die eben wahnsinnig große Faktoren von außen brauchen, um die überhaupt mal aus dieser Ruhe rauszukippen. Die können im Zweifel mit ihrer Ruhe sogar andere aus dem Gleichgewicht bringen, weil man dann so irgendwann findet, hier jetzt hier mal bitte Reaktion, jetzt nur nicht immer dieses ganz Ruhige. Also auch da kann natürlich positiv und negativ nah beieinander liegen. Aber das sind wunderbare Felsen in der Brandung, wenn man so jemanden um sich rum hat und bringen wahnsinnig viel Ruhe und auch Genuss ins Leben. Auch schön, mit solchen Menschen essen zu gehen, wenn man dann wieder darf, weil hier nie das Thema ist Nachtisch oder Vorspeise, sondern da heißt es auf jeden Fall und der Käse wird auch noch hinterher gegessen. Also das sind auch wahnsinnig lebensfrohe Menschen. Dafür einfach sehr ruhig. Und neigen dann eben, weil dieses Erde-Wasser-Thema eher nach unten sinkt, auch zu Übergewicht, zu Lendenwirbel-Themen, zu Ödemen, Schleimbildung und auch Durchblutungsstörungen eher in der unteren Körperhälfte. Hier sind auch farbenvenöse Themen gemeint. Dann fragt jemand, und das ist vielleicht auch noch eine wichtige Frage für alle, ob es mit den Jahren, Jahrzehnten, also mit dem Laufe des Lebens, quasi Verschiebungen in dieser persönlichen Konstitution gibt. Aus Sicht der tibetischen Medizin verändert sich der Konstitutionstyp nicht. Ich kann einfach gegen ihn oder mit ihm leben. Und ich kann ihn natürlich äußerlich rein in der körperlichen Wahrnehmung schon verändern. Also ich kann aus einem ganz langen, dürren Lungentypen natürlich äußerlich einen Bekentypen machen. Das ist klar, wenn ich hier einfach nur Schoko und Chips esse und dann setzt auch ein Lungentyp irgendwann entsprechend Materie an und wird dann äußerlich zum Bekenthema, aber innerlich bleibt dieses Lungenthema eigentlich bestehen. Also aus Sicht der tibetischen Medizin verändert sich diese Typzuordnung nicht. Das waren jetzt die drei reinen Typen. Die meisten von uns kommen nicht als Reintyp zur Welt, sondern wir kommen als Mischtypen zur Welt. Wir haben immer alle drei Prinzipien eigentlich in uns. Wir haben einfach meistens in einer Doppelrichtung eine Dominanz. Also wie man es hier auf der nächsten Folie sieht, ne, das wären die drei Einzeldominanzen. Dann die meisten von uns sind hier irgendwo in Doppeldominanzen unterwegs. Sie haben vielleicht schon gemerkt, meine persönliche Konstitution liegt hier, Tripalung, in der Mischung mit Hang zu deutlich mehr Wind noch zusätzlich. Und die siebte ist dann die Dreierkombination, wo alle drei schön ausgeglichen vorhanden sind, durchaus relativ selten. Wenn Sie es genau wissen möchten, Padma-Typentest.com. Hier können Sie sich durchklicken, kriegen das entsprechende Resultat. Auch hier gilt, seien Sie ehrlich mit sich und beantworten Sie die Fragen möglichst ehrlich. Gucken Sie vielleicht auch zurück, wenn Sie gerade keine Antwort geben können. Wie waren Sie als Jugendlicher? Fragen Sie auch vielleicht Ihren Partner, Ihre Partnerin oder Familienmitglieder, wie die Außenwahrnehmung ist. Man hat ja manchmal auch ein bisschen eine verschobene Wahrnehmung auf sich selbst. Und die Herren, die heute Abend dabei sind, sie sind selbstverständlich auch eingeladen, diesen Typentest zu machen. Er ist weiblich formuliert und auch weiblich bebildert, wie man hier sehen kann, gilt aber auch für Herren und es wären auch die gleichen Fragen für Herren. Er ist einfach aus rein marketingtechnischen Gründen zurzeit primär weiblich gemacht. Für alle möglichen, er ist nur auf Deutsch, dieser Typentest erhältlich, fragt hier gerade ein Teilnehmer, oder nur auf Deutsch aufgeschaltet. Aber vielleicht geht es ja doch auch auf Deutsch. Was ganz spannend ist, und da bewegen wir uns jetzt dann schon Richtung nachher Ausgleichen der Ungleichgewichte, diesen Elementen bzw. dann auch den drei Prinzipien sind Geschmacksrichtungen zugeordnet. Und zwar immer jeweils zwei, eine Geschmacksrichtung für zwei Elemente. Süß zum Beispiel bildet Wasser und süß bildet aber auch Erde im Körper. Bitter und herb bilden Wind, unterstützen das Lungenprinzip im Körper und scharf, ganz naheliegend, unterstützt das Tripa-Prinzip im Körper. Das wären jetzt mal ganz simple Beispiele. Also wenn ich als Tripa-Mensch extrem scharf oder dauerhaft scharf esse, dann befeuere ich durch die scharfe Geschmacksrichtung eben die Wärmebildung in meinem Körper zu stark, was dann zu einem überbordenden kommen kann.
Oder wenn ich eben viel Kaffee trinke als winddominierter Mensch und dann so zittrig, ne, dieses Koffeinzittern durch bitter und herbe Geschmackskomponenten kriege und durch das Koffein natürlich zusätzlich unterstützt, dann überborde ich eben mein Windprinzip. Jetzt kann ich aber auch Gegensteuer geben und die tibetische Medizin gibt eben wirklich Gegensteuer im Sinn, ich muss ein Gegenprinzip bilden. Das würde jetzt zum Beispiel bei diesem hebeligen kaffeenervösen Thema heißen, ich brauche Boden unter den Füßen im wahrsten Sinne des Wortes, also die süße Geschmacksrichtung. Und das nehmen wir auch oft her, wenn wir ganz entschuldigend beim Griff zum Schokoriegel sagen, ich brauche Nervennahrung. Und Nervennahrung ist süß. Natürlich meint die tibetische Konstitutionslehre hier nicht Schoko und Zucker, sondern hier sind natürlich süße Dinge gemeint, wie Bananen, Datteln, eine Handvoll Cashews oder sonstigen Nüssen, die auch süße Geschmacksrichtungen mit sich bringen und eben Wasser und Erde bilden, eben Boden, diese Gegensubstanz zum Wind, die mich wieder runterholt, ne, mit diesem Gewicht. Und es ist ganz spannend, dass ich hier dann eben, wir sehen es nachher noch im Verlauf noch mal detaillierter, auch eben die entsprechenden Gegengewichte schon allein über mein Verhalten und über das Essen auch ein bisschen beeinflussen. Aus tibetischer Sicht sind solche Ungleichgewichte, wie wir sie jetzt vorhin gesehen haben, primär durch nicht typgerechte Ernährung. Also ich lebe eben gegen meinen Typen. Daraus entstehen die zu viel oder zu wenig Bewegung. Natürlich in unseren Breitengraden und mit unserer heutigen Arbeitsweise muss man ehrlicherweise sagen, deutlich bei den meisten zu wenig Bewegung. Das wäre jetzt tatsächlich höchstens ein sehr stark triebdominierter Mensch, der mal zu viel Bewegung hat, aber sonst ist es tatsächlich eher zu wenig. Und in der tibetischen Denke ganz wichtig auch eben auch hier wieder Stress und Gefühle oder meine Gefühlswelt. Es ist eben nicht nur der Körper, sondern es ist auch meine Gefühlswelt, die mich persönlich beeinflusst. Und hier sind einzelne Gefühlsrichtungen auch den Prinzipien zugeordnet. Alles, was Trägheit, was Apathie, was Ignoranz ist, was Desinteresse mit sich bringt, sei es das bewusst oder unbewusst, verstärkt dieses Boden unter den Füßen, dieses Beckenthema, dieses Materielle macht mich eben noch müder, noch träger. Alles, was heiße Gefühle sind, Hass, Zorn, Eifersucht, Sie merken schon, das kocht schon bei der Aussprache so ein bisschen in mir, verstärkt eben auch das Hitzegefühl. Wenn ich dauerhaft auf irgendetwas sauer bin, dann werde ich natürlich dann eben auch sauer von innen, sprich eben auch heiß. Und entsprechend habe ich dann vielleicht auch entzündliche Probleme. Alles, was so rastlos, die Suche nach sich selbst, Gier, sei die materiell, sei die sexuell, auch Neugier oder eben dieses immer wieder Suchen nach Erfüllung, nach sich selbst, nach neuen Themen im Leben und, dieses Hin und Her, das verstärkt Wind. Und da sind wir natürlich ganz stark auch im Stressthema wieder unterwegs, was wir leider meistens nicht verändern können, außer wir wandern aus in gewisse klimatische Bedingungen mit Umweltgifte. Und der Ausgleich in der tibetischen Konstitutionslehre funktioniert immer in allererster Linie über Verhalten und Ernährung anpassen. Und erst dann kommen pflanzliche Rezepturen zum Einsatz und externe Anwendungen wie verschiedene Massagetechniken, Bäder oder Moxa zum Beispiel. Soweit der Kurzabriss. Und jetzt widmen wir uns dem Thema Stress und Co. aus tibetischer Sicht. Wie sieht es denn jetzt aus, wenn wir das tibetisch angucken? Und ich habe hier mal einfach ganz bildhaft quasi eine schön ausgeglichene Konstitution aufgezeichnet aus Beckenlung Tripa, quasi also meine persönliche Voraussetzung, jetzt nicht meine, aber in diesem Beispiel. Jetzt kommen Stressoren dazu von außen und Stress führt eben dazu, dass sich dieses Windthema, dieses Lungenprinzip im Körper vermehrt und ansteigt. Das Geistige, Bewegliche und ich bin dann eben im wahrsten Sinne des Wortes durch den Wind. Was kann jetzt diesen Wind erhöhen? Die oben genannten, wie vorher schon gesehenen Stressoren wie Zeitdruck, Überforderung, Arbeitsbelastung, Social Media und. Aber eben auch dieses Gier, dieses Streben nach Anerkennung, die Suche nach etc., wie schon erwähnt. Und dann aus der Ernährung rohkostbetonte und kalte oder kühlende Ernährung kann tatsächlich dazu führen, dass dieser Wind, der sowieso schon kühl ist, A zunimmt und B noch kälter wird. Also aus dem normalen Wind wird eine kalte und noch kühlendere Biese. Und vielleicht kennen Sie das persönlich auch, wenn Sie ganz stark gestresst sind und Sie stehen zu Hause und überlegen sich, was Sie jetzt essen könnten oder möchten. Und es liegt Salat im Kühlschrank oder eine Suppe. Vielleicht greifen Sie ganz automatisch tatsächlich eher zur Suppe, weil Sie merken, jetzt kalter Salat geht irgendwie gar nicht.
Und das ist hier gemeint. Und Rohkost ist durchaus gesund, wenn ich sie dann korrekt kaue, darauf komme ich nochmal zurück, aber tendenziell eher am Mittag, schon gar nicht abends, da ist sie ganz schwierig und eben nicht, wenn ich sowieso schon gestresst bin. Und häufig hat man heute die Tendenz, auch über Ernährungstrends, nur noch Rohkost zu essen und das vertragen aus tibetischer Sicht einfach wirklich nicht alle Menschen gleich gut, was dann eben auch wieder dazu beitragen kann, dass solche Stressthemen beim einen stärker, beim anderen weniger stark ausfallen, wenn ich dann plötzlich noch anfange, mich gegen meinen Typen anfangen zu ernähren. Und ganz spannend, wenn wir schon bei der Ernährungstrends sind, wenn ich extrem gestresst bin und wenn ich jetzt vielleicht auch tatsächlich in der im Typbereich auch noch eher in die Lungenrichtung tendiere, dann sind Low Carb und Low Fat relativ schwierig für meinen Körper, auch wenn sie noch so trendy und hip sind. Das kann dazu beitragen, dass sich das Windelement tatsächlich verstärkt, weil eben die Carbs eben ja auch die süße Geschmacksrichtung liefern, eben auch das Fett die süße Geschmacksrichtung liefern, beides natürlich auch in Grundnahrungsmitteln enthalten ist und dann fehlt mir schlicht und einfach das erdende Element, die Substanz in meiner Ernährung und ich habe dann auch keinen Schutzmantel, keine Substanz mehr, die eben auch so ein bisschen nach außen abgrenzt und hier liegt natürlich auch schon viel verborgen, was ich in meiner Ernährung dann unter anderem tun kann. Aus tibetischer Sicht bin ich eben im wahrsten Sinne des Wortes durch den Wind. Also eben das Windprinzip steigt. Ich kriege ein subjektives Gefühl von innerer Unruhe, von Rastlosigkeit, von Orientierungslosigkeit. Die ist nicht geografisch gemeint, sondern da ist gemeint so dieses Thema, ich weiß überhaupt nicht, wo ich anfangen soll. Ich habe keine Ahnung, wo ich stehe. Ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Das ist so diese Orientierungslosigkeit, die hier gemeint ist. Und eben, ich bin durch den Wind, wie wir so schön sagen. Auch hier diese ständigen wiederkehrenden Gedanken, dieses Empfinden auch von Chaos, eben auch im Sinne dieser Orientierungslosigkeit. Aus tibetischer Sicht ist der Wind natürlich auch das Thema, was Feuer verstärken kann, was aber auch durch seine kühlende Wirkung den Schleim in seiner Zähigkeit verstärken kann. Das heißt, egal welches Ungleichgewicht ich habe, sobald Wind eine Rolle spielt da drin, wird es stärker. Wie wir vorhin gesehen haben, Stress verstärkt alle chronischen Erkrankungen aus westlicher Sicht. Aus tibetischer Sicht steigert Stress das Windprinzip und dadurch werden alle Ungleichgewichte verstärkt. Und ich verliere einfach nach und nach die mentale und körperliche, emotionale Stabilität. Ich werde reizbar, ich werde depressiv, ich werde überfordert mit hektischen Situationen, weil ich einfach keine Ahnung mehr habe, wo vorne und hinten ist und bin einfach total instabil nur noch unterwegs. Das sind so eher akut wahrnehmbare Themen. Langfristig, wenn der Sturm bestehen bleibt, dann wird es tatsächlich schwierig, weil dann kippt eben auch über den Wind das Wärmeprinzip im Körper. Der Körper verliert die innere Wärme dran, verliert auch das Verdauungsfeuer an Kraft und wird geschwächt. Das heißt, das Verdauungsfeuer ist nicht mehr so leistungsfähig, die Nahrung entsprechend aufzuschlüsseln, wie sie der Körper brauchen würde, um im Gleichgewicht zu bleiben. Die Nährung eben im wahrsten Sinne des Wortes des Körpers sinkt ab, was dann wiederum eine verstärkte Erschöpfung nach sich zieht, neben dem, dass der Wind einfach natürlich auch den Körper generell auszehrend wirkt und für die aus dem therapeutischen Bereich natürlich dann auch zu einer gewissen Regulationsstarre führt. Also der Körper reagiert nicht mehr auf Reize, seien das jetzt Heilsubstanzen oder seien das natürlich auch äußerliche Reize. Ich bin dann tatsächlich irgendwo eben im Burnout. Also der Wind hat das Feuer ausgepustet und ich bin irgendwo auf einem ganz, ganz tiefen Level nur noch unterwegs. Ich möchte wissen, bevor ich so ein bisschen aus tibetischer Sicht nochmal durchgehe, wie entspannen Sie sich in stressigen Situationen? Die Maßnahmen für den Spaziergang in der Natur gestimmt ist tatsächlich so. Also das ist wirklich eines der wichtigsten Dinge, ganz entspannt durch die Natur und vor allen Dingen auch bitte ohne Kopfhörer durch die Natur, die Gerüche, die Geräusche, die Natur eben auch wahrnehmen und die Entspannung am besten übrigens auch im Wald, gerade wenn frisches Holz auch geschlagen wird. Wenn Sie wissen, dass in Ihrer Umgebung irgendwo Holz geschlagen wird, dann gehen Sie da in den Wald spazieren. Diese Terpene, die da aus dem Holz strömen, haben eine sehr positive Wirkung auch auf die Entspannung und auf den Geist. Also die Natur hilft hier schon ganz, ganz viel.
Aus tibetischer Sicht natürlich auch hier wirklich dieses, auch wie man so neudeutsch fast sagen würde, Digital Detox, digitales Fasten, eben auch mal ganz bewusst auf Handy, Tablet und Co. verzichten, Blaulicht reduzieren. Und hier, jetzt muss ich gerade noch mal gucken, ob ich den Tipp noch finde, der war relativ weit oben. Hat schon jemand einen Tipp gegeben hier? Tipp für Blaulicht, den möchte ich nicht unterschlagen, den möchte ich Ihnen weitergeben. Eine Wachskerze anzünden und das Blaue ins Rotlicht etwas neutralisieren. Vielleicht, wenn man zu viel, also ich verstehe das so, wenn man zu viel auch Blaulicht konsumiert hat, dass man es über Kerzenlicht vielleicht sogar im Schlafzimmer auch wieder so ein bisschen neutralisieren kann. Übrigens wegen diesem digitalen Fasten und diesem Blaulicht reduzieren, bitte Tablet, Handy, Fernsehen haben nichts im Schlafzimmer verloren. Schlicht und einfach nein. Das Schlafzimmer, das Bett ist reserviert für den Schlaf und für die Liebe und sonst für nichts. Und deshalb sollten diese Digitale wirklich nach Möglichkeit aus den Schlafzimmern dieser Welt verbannt werden. Dann werden schon ganz viele Probleme gelöst. Ganz wichtig auch die Belastung den Fähigkeiten anpassen, nicht umgekehrt. Eben auch diesen Mut zur Lücke auch sagen, wenn ich etwas nicht kann. Sport. Aber bitte angepasst. Also nicht, weil es jetzt einfach gerade hip ist, irgendwas tun oder meinen, ich muss jetzt einen Marathon rennen, wenn ich lieber nur spazieren will, dann spazieren Sie. Sport kann ja dann auch wieder zum Stress werden. Sanfte Bewegungsabläufe, das kann natürlich auch Yoga sein. Meditation, Atemübungen können da helfen. Zum Blaulichtthema schreibt hier gerade noch jemand auch, dass die neueren und moderneren Geräte auch einen Blaulichtfilter haben, der eingeschaltet werden kann. Also nutzen Sie das und trotzdem gehört es immer noch nicht ins Schlafzimmer. Geist und Seele nähren und zwar eben auch wirklich mit geistiger Nahrung und nicht nur mit irgendwelchen platten Fernsehen, sondern vielleicht auch einfach wieder mal mit dem guten Buch. Die warmen Bäder hatten wir schon. Lassen Sie sich wieder mal so schöne, einhüllende, einlullende, entspannende Massage verpassen. Und wenn es so richtig eben Stress-Thema ist, mit viel Öl, dieses Einhüllen durchs Öl auch entspannt aus tibetischer Sicht sehr, sehr gut. Das hilft. Nicht nur Kinder profitieren von der Gute-Nacht-Geschichte. Auch wir Erwachsenen sollten uns das wieder zu Herzen nehmen, uns vom Tagesgeschäft über diese Gute-Nacht-Geschichte eben auch ablenken lassen und in die Welt dieser Gute-Nacht-Geschichte entführen lassen. Das muss dann nicht oder sollte dann vielleicht nicht gerade der neueste irgendwie Karen Slaughter-Thriller sein, wo irgendwie ein Serienmörder sein Unwesen treibt, sondern wirklich etwas Harmonisches, etwas Schönes, vielleicht sogar auch eine Kindergeschichte. Wieder mal sich zu Gemüte führen und so eben auch vom Tag loslassen können. Ganz ein guter Tipp, ganz ein toller Tipp auch, der sehr stark entspannt, der eben auch tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes quasi materiell nochmal für Boden unter den Füßen sorgt und mich so ein bisschen geistig runterfährt, ist die Füße eincremen mit irgendeiner wirklich einer relativ fetthaltigen Creme oder mit einem schönen Öl hier eben für Boden unter den Füßen, für eine beruhigende, einhüllende, auch Fußmassage natürlich sorgen. Duftende Entspannung zusätzlich über schöne, natürliche und natürlich qualitativ hochwertige ätherische Öle, Nelke, Zimt, Vanille, Basilikum, Lavendel, das ist nicht abschließend, das geht hier fast ins Unermessliche, aber das sind so gern genommene und gern gesehene Düfte. Und denken Sie dran, das ist so eine Metapher, ein Bild aus dem Ayurveda, der Engelszug fährt so gegen 22 Uhr. Also der Schlaf vor 10 oder gegen 10 ungefähr sollte man im Bett sein. Da fährt der Engelszug vorbei und nimmt uns mit ins Land der Träume. Einen späteren Anschluss gibt es nochmal so um 10:30 rum und danach wird es dann oft manchmal schwierig, wenn ich nicht einfach komplett müde bin. Und lassen Sie den Schlaf geschehen. Versuchen Sie nicht krampfhaft wirklich in diesen Schlaf zu gleiten, sondern eben sich reingleiten lassen und nicht versuchen, krampfhaft einzuschlafen. Hier noch ein Tipp auch von einem Teilnehmer, Arnika-Öl an die Schläfen, gebe ich gern so weiter. Mir persönlich jetzt wirklich gar nicht so bekannt, aber super Tipp, gerne auf jeden Fall. Merken Sie sich hier, Schläfen ein bisschen mit Arnika-Öl massieren, hilft auch zur Entspannung. Und jetzt kommen wir so Richtung Ernährung.
aus tibetischer Sicht natürlich, das ist nicht nur tibetisch, das ist auch westlich. Wenn ich schon gestresst bin, wenn ich schon hibbelig bin, brauche ich nicht noch Koffein, auch wenn es mich vermeintlich wach hält, aber es macht mich halt auch noch hibbeliger. Und eben diese wenigen kalten Speisen, wenig Rohkost. Wenn ich dann unbedingt Salat oder Rohkost essen will, bitte eher mittags und abends wirklich warm. Und was ganz spannend ist aus Sicht der tibetischen Medizin auch oder aus Sicht der tibetischen Konstitutionslehre, wenige trockene Speisen. Was schon trocken ist, wie Chips, wie Reiswaffeln, wie Knäckebrot und Konsorten. Also was schon so crispy, trocken, das stresst irgendwie schon. Ne? So dieses Knacken, wenn man ganz gestresst ist, kann man vielleicht schon dieses Popcorn-Knacken im Mund schon gar nicht vertragen. Oder wenn der Nachbar ein Popcorn kauft. Das trocknet noch mehr, bringt noch mehr Wind in den Körper. Also da braucht es eben Nahrung. Das ist ganz wichtig, dass man hier auch in die Ernährung eine gewisse Regelmäßigkeit reinbringt. Regelmäßig essen, sich Zeit nehmen, gut kauen. Und das deutsche Wort Mahlzeit, was wir einfach so landläufig hernehmen, setzt sich eben zusammen aus Mahlen, die Mahlzähne hier hinten, eben gut kauen, ungefähr 30 Mal, eben ein bisschen, bis ich einen schönen Brei im Mund habe, und sich Zeit nehmen für dieses Vermahlen. Und das machen wir heute natürlich auch viel zu wenig. Ganz, ganz wichtiger Aspekt, weil es auch zur Entspannung beiträgt. Und eben warm essen, nährend, nahrhafte Speisen essen, auch schon morgens warmes Frühstück und unbedingt und ganz sicher am Abend Soßen, Suppen, Eintöpfe, gute Fette, eben alles, was irgendwie Materie liefert, was hier auch Soul Food, würde man neudeutsch wahrscheinlich sagen, eben liefert, um mich da auch entsprechend zu entspannen. Und geben Sie der süßen Geschmacksrichtung mehr Raum, wenn Sie gestresst sind. Da ist eben nicht gemeint, mehr Zucker, mehr Schokolade, das wären die negativen Geschichten in dem Bereich, aber halt eben nicht Low Carb, sondern essen Sie die Carbs, das muss nicht in rauen Mengen sein, das ist auch klar, die Menge macht auch hier das Gift, aber eben dem auch ein bisschen mehr Raum geben. Für Abwechslung sorgen, Reis, Kartoffeln, Kürbis, die ganzen Hülsenfrüchte, Datteln, Bananen, Karotten, Nüsse, Maronen jetzt auch im Winter, die ganzen Wurzelgemüse, die sehr süß sind und hin und wieder auch Fleisch. Auch Fleisch gehört zur süßen Geschmacksrichtung, wenn Sie sich nicht vegetarisch oder vegan ernähren, auch hin und wieder Fleisch, das soll nicht täglich sein, aber 2-3 Mal im Monat, einmal die Woche ist das durchaus auch aus tibetisch-ernährungstechnischer Sicht vertretbar. So, Tipps einfach auch so ein bisschen fürs Büro, für die Praxis, für daheim, die Sie auch super mitnehmen können. Auch tagsüber warm trinken, das kann nur warmes Wasser sein, wenn Sie ganz gestresste Tage haben. Auch Muskatwasser, einfach so eine gute Prise frisch geriebene Muskatnuss in einem Liter Wasser leicht köcheln und dieses Wasser über den Tag verteilt trinken, holt Sie auch so muskattechnisch ein bisschen runter. Und wir sehen es nachher noch, die hilft auch eben auch so dieses Windthema so ein bisschen auszublenden. Rosinenwasser, einfach Rosinen über Nacht einweichen und das Rosinenwasser dann tagsüber schluckweise trinken, die süße Geschmacksrichtung, dieses nährende Thema, was Rosinen sowieso schon mit sich bringen, eben auch im Getränk natürlich schon auch ein bisschen zur Beruhigung nutzen. Abends warme Milch, zum Beispiel mit einer Messerspitze Muskat, das kann auch eine Golden Milk sein, wer das mag, kann auch eine Pflanzenmilch sein, das muss jetzt nicht zwingend eine Kuhmilch oder Schaf- oder Ziegenmilch sein, also nicht zwingend eine tierische, das kann auch eine Pflanzenmilch sein. Und einfach generell abends noch was Warmes, noch was Leichtes. Eine Suppe, einen kleinen Gemüseeintopf, eine Brühe, das ist so wirklich so ein Tipp aus der tibetischen Konstitutionslehre und Ernährungslehre. Abends noch was Warmes zum Runterkommen, die Wärme, die von innen entspannt auch schon. Hier fragt jemand, Safranmilch oder Safranwasser? Aus tibetischer Sicht ist Safran kühlend und wirkt tatsächlich eher problematisch, dann, wenn ich schon unterkühlt bin durch den Wind, eher nicht zu viel Safran aus tibetischer Sicht. Ich weiß, es gibt die Safranprodukte auch zur Entspannung. Wenn wir von Mischungen sprechen, wenn Sie jetzt ein bisschen Safran in eine Golden Milk reinmischen, dann ist es nochmal anders. Aber hier ist der Safran tatsächlich aus tibetischer Sicht nicht unbedingt verortet, weil er kühlende Eigenschaften hat. Würzen Sie Ihr Essen, Ihre Getränke, Ihre Milch, Ihren Tee, Anis, Fenchel, Kümmel sind Klassiker, Süßholz, Muskat, Thymian, auch die Liste ist fast unermesslich zu verlängern.
Da fragt noch jemand, ob so diese Ernährungstipps allgemein gelten oder nur für den Lungentypen sind. Die gelten allgemein, wenn Sie in einer sehr gestressten Phase sind. Ganz generell gelten sie tendenziell natürlich, wenn Sie eine Lungenausprägung haben, aber wenn Sie auch als Beckentyp in einer sehr, sehr gestressten Phase sind, dann auch da, aber mit Maßen natürlich, nicht komplett gegen meinen Typen da wirken. Der Windtyp hat dann stärkere Ausrichtung zu. Also man muss gucken, ist es einfach eine aktuelle Phase oder ist es eine Grundkonstitution? Wenn es meiner Grundkonstitution entspricht, dann tendenziell generell eher in die Richtung ernähren. Wenn es eine akute Phase ist, einfach während dieser akuten Phase tendenziell so in die Richtung ernähren. Kardamom, schreibt hier jemand, wirkt auch in den Bereich rein. Natürlich, Kardamom gehört zu den Ingwergewächsen, ist auch wärmend und förderlich in dem Bereich. Auch Lebkuchengewürz und Gewürztee müsste gut sein, genau richtig. Das ist so. Und Gemüse und Früchte, ja, die sind super, eben tendenziell nicht roh, sondern primär als in erwärmter Art und Weise. Das muss auch nicht zu Tode matschig gekocht sein, sondern es darf auch noch Biss haben, aber warm soll es halt sein. Die meisten Gemüse haben eine süße Geschmackskomponente, da gibt es ganz wenige, die fast gar nicht drin haben, weniger Salate, und beim Obst soll es halt eigentlich ein vollreifes sein. Das ist halt das Problem, was wir hier in unserem Breitengraden haben, dass wir ein wenig vollreifes Obst kriegen, außer dann gerade zur Erntezeit der regionalen Obstlieferanten, aber da eher vollreif und halt auch da tendenziell eher mal in Form von Kompott oder wenn ich es roh essen möchte, dann eben eher als Nachtisch Mittag. Ich habe Ihnen hier so einen Menüvorschlag quasi zusammengestellt. Morgenessen ein Porridge oder tibetische Konstitution, Sie würde ein Zampa nehmen. Das ist geröstetes Gerstenmehl, was auch mit warmem Wasser oder warmer Milch aufgegossen wird und dann ähnlich wird wie ein Porridge mit einer Handvoll Nüssen, mit ein bisschen Dattel, Banane. Und wenn Sie mögen und wenn Sie sehr stark vor allen Dingen lungendominiert sind, dann auch mit einem schönen gehäuften Löffel Mandel oder Erdnussmus. Das ist super in dem Bereich. Am Mittag etwas Leichtes, damit Sie nicht in dieses, in Deutschland würde man sagen, ins Schnitzelkomma fallen, in diese eben Müdigkeit nach dem Essen. Das kann etwas Fleisch sein, viel warmes Gemüse, etwas Reis. Zum Nachtisch, wenn es dann sein muss und ich nicht darauf verzichten kann, eine gute Lungennahrung wäre aus dem Ayurveda hier tatsächlich das Laddu. Das ist vermahlenes, geröstetes Kichererbsenmehl, das mit Ghee, dieser geklärten Butter und Rohrzucker, manchmal auch noch mit Sesam oder Kokos gemischt wird, zu so kleinen Pralinen, unglaublich lecker, unglaublich gute Nerven- und Seelennahrung, also wirklich pures Soulfood, kann ich nur empfehlen, das mal zu probieren, auch wenn es ein bisschen schräg klingt, vielleicht für unseren Gaumen im ersten Moment, aber es ist total genial. Und am Abend wirklich leicht, hier Gemüsesuppe, Gemüseeintöpfe oder generell einfach Suppen. Ob das jetzt eine Brühe ist oder eine Gemüsesuppe oder was für eine Suppe auch immer, Suppen sind die abendliche Nahrung in solchen Lebensphasen oder auch für Lungenmenschen, die sie richtig ruhig werden lassen. Und danach einfach abends verteilt, generell immer warmes Wasser, abends auch einen schönen Chai-Tee oder wie wir vorhin gesehen haben, eben mal noch eine warme Milchform ins Bett geben, wie es unsere Großmama auch schon empfohlen hat, ne? Mit ein bisschen Muskatnuss oder auch die klassische und auch ein bisschen Hippegrad Golden Milk im Moment. Wenn das alles nichts hilft, Ernährung und Veränderungen im Lebensstil nicht genug wirksam sind oder das Ungleichgewicht auch schon zu stark fortgeschritten ist, ich mich da zu stark im Bereich drin bewege, einfach in Stress halt eben wirklich gefangen bin, dann greift die tibetische Konstitutionslehre dann wirklich zu den Kräuterrezepturen, um hier eben eine stärkere Unterstützung im Ausgleich der Energien zu erreichen. Und hier ist eine ganz, ganz wichtig, das ist die Sati-10-Rezeptur. Sati heißt Muskatnuss auf Tibetisch. Das ist die Muskatnuss-10-Vermischung. Also da ist Muskatnuss und noch 9 weitere Substanzen quasi vermischt, plus ein bisschen Magnesium noch in den beiden Produkten drin. In der Schweiz heißt Sati 10, ist unter dem Namen Padma Nervobin erhältlich. In Deutschland unter dem Namen Padma Nervotip. Die beiden Produkte sind absolut identisch. Sie haben nur einen unterschiedlichen Namen. Die Rezeptur drin ist identisch. Dieses Sati 10 besteht eben, wie der Name schon sagt, primär aus Muskatnuss. Muskatnuss ist bei uns ja primär bekannt als
Fondue und Kartoffelgratin gewürzt und dann ist es dann ziemlich schnell mal vorbei mit der Muskatnuss in der tibetischen Konstitutionslehre. Eine der wichtigsten Pflanzen, wenn es darum geht, ein überbordendes Windprinzip im Körper eben zu beruhigen. Muskatnuss eben deshalb auch hier in dem Bereich abgebildet, beruhigt den Wind und ist hier wirklich tatsächlich eine der vordergründigen Pflanzen, die ganz, ganz wichtig ist. Die Nelke zusammen mit Kümmel und Weihrauch, das sind die einhüllenden Substanzen, die sich schützend wie eine Decke oder wenn man bei diesem Windbild bleiben möchte, wie eine Windjacke über die Schulter eben über quasi das überreizte Nervensystem legen und mich im energetischen Sinne vor diesem weiteren Windthema schützen. Ne? Ich habe dann quasi mit der Windjacke, mit der Decke über der Schulter eben diesen Schutzmantel nach außen. Der Wind kann nicht mehr durch meinen Geist durchpfeifen. Ich mache hier quasi, wenn man so möchte, die Fenster zu. Ich kann noch rausschauen, ich bin völlig klar, aber der Wind pfeift mir eben nicht mehr durch. Unter dieser Decke, unter diesem Schutzmantel, unter dieser Windjacke kann ich häufig tatsächlich sogar auch hier diese Stressverspannungen loslassen, ne? Weil ich eben hier dies, quasi in der Wärme, in dem Schutz drin auch aus dieser Anspannung eben loslassen kann und dann auch Schulterbeschwerden weggehen. Süßholz als erdende und verwurzelnde Substanz. Süßholz wurzelt schon sehr tief im Boden, dann natürlich auch die süße Geschmacksrichtung, die eben für Erde sorgt im elementaren Sinne und mich da runterholt. Sichuan-Pfeffer und Stinkasand oder Teufelsdreck auch sorgen für einen klaren Geist, für eine scharfe Wahrnehmung, auch für eine gewisse Abgrenzungsthematik im Sinne von Wehrhaftigkeit, im Sinne auch von Nein sagen und sich abgrenzen. So. Und die Myrobalane hier oben, eine der wichtigsten Früchte ganz generell in der tibetischen Konstitutionslehre, sie wird auch als Königsmedizin bezeichnet, die so zur grundsätzlichen Vitalisierung beiträgt. Dann ist auch ein bisschen Bockshornklee drin, der ist hier nicht abgebildet, der würde hier auch zu den erdenden und einhüllenden Substanzen gehören und alles zusammen vermittelt dann eben, Entschuldigung, jetzt war ich zu schnell, diese mentale Gelassenheit. Da möchte ich hier noch ganz kurz auf zwei Fragen eingehen. Auf drei Fragen, Entschuldigung. Die Bimala-Mischung, tibetisch kenne ich nicht, muss ich ehrlich sagen, müsste ich nachgucken, ob die hier was wäre, kann ich Ihnen nicht sagen. Aber um auf Ihre zweite Frage einzugehen, Barfußlaufen auf nassem Waldboden oder Rasen, auch erdend, auf jeden Fall. Die Wahrnehmung nach unten. Mit dem Boden, der Bodenkontakt, die Bodenhaftung, wo eben nicht der Schuh dazwischen ist, das hilft natürlich auch ganz stark. Kann man zu viel Muskatnuss abkriegen? Auch eine ganz, ganz wichtige Frage, die ich hier beantworten möchte. Könnte man tatsächlich, aber da müssten Sie schon wirklich in die ganze Nuss beißen. Also aber einer gewissen Menge ist ja alles Gift. Auch bei der Muskatnuss ist das so. Dann hätte sie halluzinogene Eigenschaften hier in den Produkten so tief drin, dass sie definitiv davon, also wir sind hier immer noch in der Menge, in die Sie auch als Gewürz verwenden könnten. Also kein Problem. Jetzt bittet mich hier jemand noch, die letzten drei Kräuter nochmal zu wiederholen. Das mache ich natürlich gerne. Das war der Stinkersand hier, diese Harzbrocken, die aussehen wie Karamell fast. Dann der Sichuan-Pfeffer und die Myrobalanenfrucht. Der Stinkersand und der Sichuan-Pfeffer sorgen für einen klaren, scharfen Geist. Die Myrobalanenfrucht für eine Basisvitalisierung und dann hat jemand noch mal nach dem Weihrauch gefragt, der gehört zusammen mit den Nelke und Kümmel und auch mit Bockshornklee, der eben auch noch drin ist, zu diesen einhüllenden Substanzen, die sich eben schützen, so wie eine Windjacke über das Nervensystem.
Nervo-Tipp als tibetische Antwort auf Hektik und Stress, die eben dieses aus tibetischer Sicht dieses überhöhte Lungenprinzip eben reduzieren und beruhigen, die mentale Gelassenheit fördern. Und das führt dann dazu, dass ich auch in hektischen Situationen gelassen bleiben kann. Ich lasse mich nicht mehr so aus dem Gleichgewicht bringen, wenn alles von allen Seiten auf mich einwirkt. Ich komme entspannt mit voller Leistung durch den Tag und ich komme fokussiert und konzentriert durch den Tag. Und ich bin weniger verzettelt, weniger durch den Wind, weniger abgelenkt, komme eben eher geradeaus so durch das Tagesthema, durch das Tagesgeschäft, durch die Tagesanforderungen durch. Und auf den Abend hilft mir die Mischung Zati 10 eben auch, dass der Geist schneller Erholung findet, dass ich zur Ruhe komme, dass ich eben aus diesem Windthema rauskomme, den Kopf eben quasi aufgeräumt zur Ruhe oder den Geist aufgeräumt zur Ruhe gelassen kann und dann auch abends eben Ruhe finde, Entspannung finde und dann auch entsprechend später in Schlaf überleiten kann. Es erhöht nicht den Schlafdruck, es ist nämlich kein Schlafprodukt an sich, sondern es hilft mir einfach so weit geistig loszulassen, dass ich auf einem Entspannungslevel bin, wo ich dann abends einschlafen kann. Hier auch eine wichtige Frage, auf die ich möchte, für die ich antworten möchte, wegen Süßholz, das auch immer mal wieder diskutiert wird wegen Blutdruckproblematiken, wo man auf Süßholz verzichten soll. Ist auch hier tatsächlich nicht so viel drin, dass es blutdrucktechnisch problematisch würde, außer sie würden irgendeine halbe Schachtel miteinander essen, was sie nicht tun werden. Was man nie vergessen darf, wir sprechen hier von keiner Einzelsubstanz. Ganz generell in der tibetischen Konstitutionslehre sind die Mischungen immer so aufeinander abgestimmt, dass sie in Harmonie zueinander sind. Das heißt, es kann auch einzelne unerwünschte Eigenschaften gewisser Inhaltsstoffe, die auch eben in der Rezeptur drin quasi gleich wieder weggepuffert werden durch andere Inhaltsstoffe. Deshalb ist das ja auch mit dem Süßholz kein Problem. Dann fragt hier jemand noch, Muskatpulver auch okay oder muss es frisch gerieben sein? Das heißt, im Notfall ist auch Muskatpulver okay, sagen wir es so, wenn Sie nichts anderes zur Hand haben. Frisch gerieben ist natürlich einfach immer besser, weil Sie deutlich mehr Inhaltsstoffe drin haben. So, jetzt kommen wir weiter. Da häufen sich gerade schon die Fragen noch. Wie viel muss ich nehmen? Sie nehmen anfangs am Morgen 2 Stück, abends 2 Stück mit nach Möglichkeit warmem Wasser. Morgens gerne nüchtern, außer Sie müssen Medikamente einnehmen, dann verzichten Sie auf die Morgendosierung bzw. schieben Sie entsprechend nach hinten. Abends 2 Kapseln ungefähr, eigentlich am besten, wenn Sie von der Arbeit nach Hause kommen, dann haben Sie nämlich die Zeitspanne, bis Sie ins Bett gehen, eben noch schön zum Loslassen, zum zur Ruhe kommen, zum Runterkommen. Wenn Sie mögen, können Sie auch dann eben das unterstützen, abends noch mit einer warmen Milch zum Beispiel in dem Bereich drin. Wenn Sie es längerfristig einnehmen, dann nehmen Sie nur noch morgens im Normalfall, im Sinne dessen, dass sie eben ruhig durch den Tag kommen, lässt man die Abenddosierung weg oder man reduziert auf 1:1. Das muss man ein bisschen ausprobieren, kann man aber selber entscheiden. Und jetzt kommen hier die, jetzt ist wirklich gerade Fragestunde im Moment, also wie viel am Tag nehmen, habe ich beantwortet. 4. Wenn Sie richtig durch den Wind sind, dann spüren Sie unter Umständen eine Wirkung schon innerhalb von einer Stunde. Es geht hier wirklich schnell. Also die meisten auch Rückmeldungen berichten hier von Wirkungen innerhalb von 1-2 Tagen. In seltenen Fällen kann es tatsächlich auch mal 10 Tage dauern, ist aber sehr selten. Also innerhalb von einer Woche haben Sie im Normalfall eine Wirkung. Wenn Sie richtig hibbelig, richtig durch den Wind sind, kann es sogar sein, dass Sie innerhalb von einer Stunde nach der Einnahme etwas spüren. Das ist aber nicht bei allen gleich. Das ist tatsächlich auch ein bisschen unterschiedlich. Die Dosis ändert sich nicht bei großen oder kleinen Menschen, auch nicht bei schwergewichtigen Menschen. Das bleibt bei diesen maximal 4 Stück oder auch langfristig dann eben bei den 2 Stück nimmt man einfach 2. Es geht hier tatsächlich um
die Beeinflussung der Elementzusammensetzung, die ist nicht zwingend mengenabhängig. Also wir haben auch Tiertherapeuten zum Beispiel, die diese Rezepturen verwenden, und auch Pferde kriegen häufig nicht mehr als ein oder zwei Kapseln pro Tag. Und da sprechen wir jetzt nicht mal von einem großen Menschen, sondern von einem quasi Riesen dann im Gegensatz zum Menschen. Also hier wird die Dosis eigentlich nicht extrem angepasst. Wie viele Partnerpräparate darf man miteinander kombinieren? Maximal 3 wird auch aus tibetischer Sicht empfohlen. Überfordern Sie sich nicht in Ihrer Einnahmetreue. Im Zweifel lieber nacheinander statt alles miteinander. Das ist auch deutlich besser. Und wir versuchen natürlich auch immer, die Rohstoffe nachhaltig zu gewinnen, wann immer möglich, entsprechend ist hier auch A, die Qualität und B, auch der Erhalt der natürlichen Ressourcen gewährleistet. Alle Rezepturen, alle sind laktose-glutenfrei, diabetisch geeignet und vegan, und werden alle komplett, also die Rezepturen selber werden alle komplett für den weltweiten Vertrieb in der Schweiz nach pharmazeutischen Qualitätsrichtlinien hergestellt. Sie sind natürlich, die Inhaltsstoffe kommen nur teilweise aus der Schweiz oder auch aus Europa, da womöglich, aber die Produktion sonst vom Endprodukt findet in der Schweiz statt. Verabschiede mich auf tibetisch, Tashi Delek, die tibetische Art, sich zu begrüßen und zu verabschieden. Möge es Ihnen allen wohlergehen. Ganz, ganz herzlichen Dank